Leute, ich muss euch eine Geschichte erzählen. Wir schreiben das Jahr 2014. Es war einmal ein 14-jähriger Junge. Er war leicht erkältet und ihm war langweilig während der letzten Woche der Schule. An diesem schicksalhaften Tag begann er mit etwas zu machen, das er bis zum heutigen Tag noch nicht bereut hat. Er begann damit, eine Let's-Play-Aufnahme zu starten. Sein eigener PC war so schlecht, dass er abstürzte bei dem Versuch, eine Aufnahme zu starten. Also begab er sich an den Computer seines Vaters und begann die allererste Aufnahme. Sie war schlecht, aber dennoch ein Anfang. Und nun, über 1,5 Jahre später, sitzt er hier mit über 200 Abonnenten und endlich einem vernünftigen Equipment. Hier und heute, am 24.12.2015, beginnt er mit der Neuaufnahme seines alten Tomb Raider 5 LPs, das bei einem Vote bei damals 50 Abonnenten gewonnen hat. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Let's Play. Euer Gaming Nighter. Weiterleben. Sicher, Winston. Aber das hier ist hier nur eine Gedenkfeier, kein Begräbnis. Vielleicht kann von Croy uns was Neues aus Ägypten berichten. Stimmt. Wir können nur hoffen und beten, dass sie doch noch zu uns zurückkehrt. Aber ich fürchte, von Croys Hoffnung, sie durch seine Grabung noch lebend bergen zu können, werden bald von der traurigen Wahrheit zunichte gemacht werden. Ja, ja. Leider. Und damit ein wunderschönes, herzliches Willkommen zu Tomb Raider, die Chronik. Endlich ist es soweit. Ihr habt es gewotet. Es ist mittlerweile 150 Abonnenten her. Also ein gutes Dreivierteljahr war es bei mir. Also ich habe einen riesen Sprung gemacht. Das glaube ich ja fast selber noch nicht. Ihr habt es euch gewünscht. Hier ist es. Mein Weihnachtsgeschenk an euch. Ich stelle nur schnell mal durch, ob die Steuerung so stimmt. Ja, tut sie. Dann würde ich sagen, ich habe hier schon mal kurz angespielt. Ihr seht hier 17 Sekunden, wow. Da habe ich nämlich geguckt, ich hatte nämlich einen kleinen Speicherbug. Den habe ich jetzt behoben bekommen. Und ich hoffe, dass das Spiel in Full HD halbwegs läuft. Ansonsten wünsche ich euch, wenn ihr das hier seht, ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich nehme heute, es ist gerade so der Übergang zum 24. Also im Moment ist es noch der 23. Aber in einer halben Stunde geht es dann rüber. Würde ich sagen, wir starten ohne große Umschweife ein neues Spiel. Und viel Spaß mit dieser herzergreifenden Cutscene, obwohl ich erzähle ein bisschen was über die Geschichte. Also Lara ist sozusagen in Tomb Raider 4, wissen wir ja, ich habe es ja schon mal let's played, in Ägypten verschollen. Der Film sagt gerade alles. So. Und jetzt treffen sich ein paar alte Kollegen, was ihr in den FMVs ja auch gesehen habt, weil ich kann sie ja aufzeichnen. Ich weiß nicht, wie manche sich da anstellen, also ich kann sie mit Traps aufzeichnen, ohne Probleme. Ihr müsst halt im Fenstermodus spielen, aber da ich sowieso im Fenstermodus so gut wie gar keine Bugs habe, kann ich sie aufzeichnen. Erzählen die, treffen die sich mit Dings und hier, er steht hier schon und geht gerade durch Laras Büchersammlung einmal durch, das wird Lara überhaupt nicht gefallen. Und erzählen sich alte Geschichten. Das Spiel hat insgesamt 4 Abschnitte, wobei der dritte mein Lieblingsabschnitt ist. Und das ist mein Hassabschnitt, den ihr jetzt hier gerade seht. Obwohl er wahrscheinlich der coolste ist. Aber ich werde versuchen, alle Secrets einzusammeln.
Beziehungsweise, ich werde es erstmal in diesem Level tun, in dieser Aufnahmesession. Und ihr könnt mir dann über die Weihnachtstage schreiben, ob ich das weiterhin tun soll. Oder ob ich einfach das LP einfach durchziehen soll, weil ihr das nächste sehen wollt. Also, ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Viel Spaß bei der FMV, bevor wir hier Laras Beerdigung sehen, die noch gar nicht vorhanden ist. Also, viel Spaß bei der Cutscene. Gehen wir ins Arbeitszimmer, meine Herren, um über die entmutigenden Ereignisse des Tages zu sinnieren. Ja, mein Freund, sogar der Himmel weint. Ah, der Stein der Philosophen. Eine von Laras frühesten Eroberungen. Und eine ihrer schwersten Expeditionen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, Rom ist immer noch herbe gezeichnet von diesem kleinen Abstecher. Tja, Diplomatie war nie ihre Stärke. Aber Lara wusste dafür genau, wie man sich prächtig amüsiert. Hallo, Goldmädchen. Du siehst ja heute wieder aus wie gemalt. Ah, der charmante Mr. Larsen. Hat Pierre dich von der Leine gelassen? Apropos, wo steckt denn unser gebildeter Freund? Oh, der steckt irgendwo. Hast du das Geld? Klar habe ich das Geld, aber ich mache meine Geschäfte nicht mit Handlangern. Charmant wie eine wahre Lady. Auch nicht, wenn der Handlanger den Merkurstein hat. Du hast Glück, ich bin heute besonders großzügig. Ah, die Kellerassel kommt rausgekrabbelt. Keine Grund, unhöflich zu sein, Miss Croft. Ich fürchte nur, ich muss Ihnen wieder mal Ihre Last abnehmen. Wie gewonnen, so zerronnen. Okay, die Cutscene wurde gerade nicht abgespielt, die habe ich euch dann reingeschnitten an der Stelle. Weil ich kann sie auch, also die hat er gerade auslassen. Und wir speichern, bevor wir überhaupt irgendwas geschafft haben. 12 Sekunden. Und wir gehen jetzt erst einfach mal in den Tutorial-Bereich. Ich freue mich, Leute. Um auf diese Kiste zu klettern, stell dich neben sie und drücke erst vorwärts, dann Aktion. Ja, ich weiß das doch, Lara. Bin noch ein erfahrener Tomb Raider-Spieler. Ich freue mich, weil ich habe über ein halbes Jahr da gesessen. Kante und drückst dann vorwärts und Sprung gleichzeitig. Ich dachte, Werner in Tomb Raider 4 wäre schlimmer, aber Lara ist noch viel schlimmer. Ich freue mich, ich habe über ein halbes Jahr mir gepredigt, ey, geil, Tomb Raider 5, ich freue mich. Und ja, hier ist es endlich. Versuchen wir mal endlich einen weiteren Sprung. Ich hoffe, ihr freut euch da. Zur Kante, drücke einmal genau kurz so zurück und dann vorwärts und Sprung gleichzeitig. Ich hoffe, ihr freut euch da genauso wie ich. Eine schöne und besinnliche jetzt Weihnachtszeit mit meinen Videos. Ihr werdet wahrscheinlich kurz zurück und dann vorwärts und Sprung gleichzeitig. Mitten in der Luft drückst du die Aktionstaste und hältst sie gedrückt, um dich an der Kante festzuklammern. Wahrscheinlich werdet ihr gerade aufgewacht sein, werdet gerade eine Meldung bekommen haben. Ey, der Game Editor hat ein Video hochgeladen, weil ich werde das, soweit es funktioniert, noch hochladen. Um zumindest ein paar, dass ihr den für morgen habt. Drücke links und Sprung zusammen. Ja, sagen wir es mal so, im Moment ist für es ja für mich noch morgen und Lara labert wieder. Zu klettern. Dann drückst du die Aktionstaste und hältst sie gedrückt. Dann drückst du noch vorwärts. Gerade hochklettern, Lara. An der unsichtbaren Wand, oder was? Aha.
Das sieht ja für mich gerade alles so interessant aus. Wenn ich diese Wand hochklettere, stelle ich mich direkt daneben und du drückst Vorwärts und Sprung gleichzeitig. Halte die Aktionstaste weiter gedrückt und drücke Vorwärts, um die Wand raufzuklettern. Um Ecken zu überwinden, drücke einfach die entsprechende Richtungstaste. Damit ich krieche, musst du die Taste Hocken gedrückt halten und Vorwärts drücken. Lara, das reicht jetzt dann auch irgendwann. Kann ich hier einfach die Fresse polieren? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich meine, gut, das gehört jetzt irgendwie mit dazu. Dadurch, dass ich das Tutorial gemacht habe. Weil hier ist so ein bisschen Zeug und hier gibt es keine Rose, aber hier gibt es Zeug. Ich versuche nämlich die Rosen erstmal hier einzusammeln. Ihr könnt mir wirklich schreiben, wie ihr es haben wollt, ob ihr sie haben wollt, dass ich sie einsammle. Ansonsten ist das LP nämlich wahrscheinlich relativ fix durch. 12 Parts, dann sind wir doch schon fertig. Geht das da lang oder ist da nur eine... Das geht da hoch. Aber wohin geht das? Ich sehe das hier gerade das erste Mal, aber ich spiele das hier auch relativ blind. Ich weiß also nicht, wo alles liegt. Hier geht es auf jeden Fall irgendwo hin. Die Frage ist deshalb wieder, wohin? Achso, okay, machen wir weiter im Tutorial. Wir haben erstmal im Inventar die Pistols. Wir haben auch Ausrüsten. Weil das Problem ist, es kann sein, dass das Spiel ab und an mal anstürzt. Und zum Beispiel haben wir in 1080p keine Ladebildschirme. Die haben in 720p komischerweise wieder. Aber dafür, das würde gehen, wenn ich den Multipatch reinhauen würde. Aber dann würde hier wieder das Spiel ausrasten und mit Ü und R-Punkten und sowas nicht klarkommen. So, wir haben die Pistols, ein Fernglas, 15 Fackeln, Timex TMX, meine Statistiken. 36 Secrets hat dieses Spiel. 3 kleine Medipacks, 2 große und den Merkurstein. Den Ladebutton und den Speicherbutton. Gut. Wahrscheinlich wird sie uns gleich wieder voll labern, also ja. Der erste Part wird wahrscheinlich nur die Einleitung, Intro und so weiter sein. Der wird dann 10 Minuten gehen. Bis eine Viertelstunde. So. Um einen Hebel oder Schalter zu benutzen, stell dich neben den Schalter und drücke die Aktionstaste. Juhu! Der Mist. Der war, glaube ich, eigentlich ganz lustig. Pistols raus. Achso, okay. Mir war es, als wenn hier mal was war, aber naja. Ist auch schon ein paar Jährchen her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Beziehungsweise das Tutorial, meine ich. Das Spiel habe ich ja zuletzt vor über einem Jahr mit euch gespielt. Mit euch aber schon. Ach ja. Zum Schwimmen. Ich speichere oft, das werdet ihr sehen. Benutze die Aktionstaste zum Schwimmen und die Richtungstasten zum Lenken. Ja, Lara. Ich weiß. Was diese volumetrischen Effekte hier gerade machen, frag nicht. Ich habe die eigentlich ausgeschalten. Zum Klettern, schwimm ans Ufer und drücke die Aktionstaste. Ja, Moment, Lara, hier unten liegt nämlich noch was. Ich glaube keine Rose, weil die Secrets in diesem Spiel sind die goldenen Rosen. Aber hier liegt auf jeden Fall was. Und ist auch schön, dass es gerade relativ hell noch ist. Das war gestern schon dunkler. Hier liegt nämlich tatsächlich was. Nämlich Munition. Für was, würden sich jetzt manche wahrscheinlich fragen. Wir schauen mal in unser Inventar rein. Revolver-Munition haben wir. Und was ist das hier für eine... Ein großes Medikit sehen wir schon. Und was ist das hier für eine Zigarette? Was sind das hier für eine Zigaretten? Lara? Oder für Silvesterknaller? Schrottpatronen sind das. Und natürlich ein großes Medikit. Das darf nicht fehlen. Es lohnt sich nicht, so richtig sparsam damit umzugehen. Weil man hat immer so 3-4 Level pro Abschnitt. Wenn es 4 hat, dann ist ein Level immer relativ kurz. Und dann wird das wieder zurückgesetzt, weil Lara ja wieder ganz woanders, in einer ganz anderen Periode, sage ich jetzt mal, ist. Also, Zeitperiode, nicht die Menstruation. So, raus hier und speichern. Ach, ich freue mich.
um auf dem Seil zu balancieren, ei, ei, ei. Auf das Seil und drücke die Aktionstaste, drücke dann vorwärts. Wenn du beginnst, die Balance zu verlieren, drücke zum Ausbalancieren die entgegengesetzte Richtungstaste. Taste. Ich glaube, hier unten war nämlich was. Wir gehen da gleich hoch, aber Balancieren ist übrigens eine Neuerung in Tomb Raider 5. Allerdings hätten sie meines Wissens nach auch weglassen können. Die nimmt so viel Zeit in Anspruch und ist so eklig. So. Wir durchsuchen einfach mal alles, weil ich habe keine Ahnung, in welchen was liegt. Deswegen durchsuche ich immer alle. Das hier kann man, glaube ich, reinschieben. Ja. Hier war, glaube ich, nämlich eine erste Rose versteckt. Manche sagen, im Dings gibt es keine Rose. Doch, 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 doch. Wir schieben das einfach so weit rein, wie es geht. Geht nicht. Holen wir unsere Pistols raus. Haben hier Uzi-Munition. Corny-Riegel. Und ich glaube, hier ist die Rose drin. Bin mir aber nicht sicher. Vielleicht ist es auch nur ein Medipack. In dem Fall gibt es jede Menge Gutes. Nein, es ist eine Rose. Die erste von... Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Drei. Ich habe keine Ahnung, wo eine liegt, weiß ich noch, aber wo die letzte liegt, da habe ich keine Ahnung von. So, jetzt durchsuchen wir hier den Schrank noch, an dem wir nämlich ganz vorbeigerannt sind, als wir reingekommen sind. Aber wahrscheinlich wird hier nichts sein, wenn hier auf den ganzen Komplex liegt, nämlich meistens immer nur eins. Fackeln. Ja gut, die werden wir wahrscheinlich nicht brauchen, weil das Spiel relativ hell gehalten ist. So. Jetzt ist es so, jetzt müsste man hier theoretisch rüber balancieren. Wir sind ja sowieso runtergegangen, haben... noch kein Leben verloren. Das wird sich hoffentlich auch nicht wirklich ändern. Und kriechen hier hoch. So. Abspeiern. Ach ja. Also ich denke, ich werde den ersten Part ein bisschen länger machen als die nächsten Parts. Die nächsten Parts werden nachher so 10 Minuten, Viertelstunde. Der erste wird, denke ich mal, eine halbe gehen, wegen Intro und so. Ich werde heute anderthalb Stunden noch aufnehmen. Damit ihr über die Weihnachtszeit auch ordentlich was habt, damit ich erst am 27. wieder was aufnehmen kann, muss, weil vorher werde ich es nicht schaffen. Und ich habe immer Angst, wenn ich gegen mein Headset komme, dass man das jetzt hört, aber ich habe ja ein Standmikrofon. Aber ich glaube, das hat auch noch wirklich gar kein Let's Player vor mir gemacht. Einfach mal zu 50 Abonnenten Vote rausgehauen und dann eiskalt erst zu 200 Abos das Spiel selber durchgemacht, gezockt. So, hier ist immer noch was. Hier ist nur so ein Gitter, okay? Lara, raus da. Meine Traps-Anzeige ist wie immer unten links. Das habe ich mir ja mittlerweile so angewöhnt, würde ich es jetzt mal nennen. So. Und damit können wir jetzt auch schon den schönen Tutorial-Bereich hier verlassen. Moment. So. Gut. Von da sind wir gekommen. Da sind die Straßen von Rom. Übrigens hier schön zu sehen, Opera Backstage. In der FMV ist Lara ja eine Oper. Die habe ich ja leider nicht gesehen. Ihr werdet sie gesehen haben. Und es geht weiter. Im regulären Level. Der Köter ist tot. Der guckt jetzt uns jetzt gar nicht mehr blöd an. Hier ist ein schöner Brunnen, auf den wir raufgehen können. Und... was steht da? Ich will wissen, was da steht. Hm. Kann man das von oben noch sehen? Fakt ist jedenfalls, hier auf dem Dach liegen Fackeln. Hat jemand seine Fackeln auf dem Dach vergessen? Ist ja wichtig. Antico... Antico Café Rico. Antikes Café Rico, würde ich jetzt mal so sagen. Ich kann aber kein Italienisch oder so. Ja, oder so ist immer gut, ne, Leutings? Als wenn die was anderes sprechen in Italien als Italienisch. Ja, vielleicht Englisch noch. Und Russisch. Aber ich denke mal, das hier wird Italienisch sein. So. Wie ging das jetzt weiter? La 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 la.
Wir haben Ferien, Leutings. Endlich. Und ich freue mich sowas von, dieses Spiel zu spielen. Ich saß wahrscheinlich schon zum tausendsten Mal. Thank you.